Der Swiss Logistics Award ist eine begehrte Trophäe. Mit ihr zeichnen GS1 Schweiz und die Schweizerische Post innovative Logistiklösungen aus, die Aussicht auf guten Markterfolg haben. Die Welt hat sich, meine Damen und Herren, wenn man so ein bisschen zurückschaut in den letzten 20 Jahren, wahrscheinlich sehr viel intensiver verändert, als das je überhaupt in der Geschichte der Menschheit der Fall war. 2015 ging es um das gestraffte Catering von Airlines, das Tracking von Ladungsträgern, effiziente Logistikprozesse im Spital und flexible Zustellungen im Paketdienst. Der erste Preis ging an Kisi Tracking, das die Positionsbestimmung statt mit GPS per Natel erlaubt. Das ist nicht auf den Meter genau, aber dafür auch in Gebäuden empfangbar. Es ist um ein Zehnfaches günstiger im Preis und arbeitet mit batterieschonenden Sendungsintervallen. Und wir haben über 5000 Tracker, die bereits im Einsatz sind. Der Public Award ging an Ärzte ohne Grenzen. Médecins Sans Frontières entwickelte mit der Hilti Foundation einen mobilen Operationssaal, der in Krisengebieten innerhalb von 24 Stunden einsatzbereit ist. Dans un milieu où l'ensemble des infrastructures sont absentes ou en tout cas sidérées pour une certaine période. Der Swiss Logistics Award wurde erstmals Mitte der 90er Jahre verliehen. Eine Zeit voller technischer und wissenschaftlicher Innovationen. Fünfmal wurden die Gewinner des Nationalen Logistikpreises auch mit dem Europäischen Logistikpreis ausgezeichnet. Inzwischen schreitet die Entwicklung immer rascher voran. Kann man davon ausgehen, dass in der Logistikbranche so etwas wie eine Revolution passiert? Ich rede von einer Evolution. Das ist nicht einfach ein Hype, der abfährt. Es sind ganz verschiedene handfeste Sachen. Wir brauchen nach wie vor Logistiker, die verstehen, wie operative Prozesse funktionieren, wie ein Hub funktioniert, wie ein Lager funktioniert, das Paketzentrum funktioniert, mit allen Technologien wirklich operativ in der Lage sind, solche Sachen zu betreiben und auch weiterzuentwickeln. Bei Also definiert der Kunde mit einer Lösung namens My Delivery direkt nach der Online-Bestellung, unabhängig vom Transportpartner, Zeit und Ort der Auslieferung selbst. Dadurch wird die Retourenquote gesenkt. Das gibt's ja schon. Wo? Bei DHS. Unser System ist eigentlich transporteurneutral. Bei Gate Gourmet verringerten eine zentrale Warenhaltung und Auslieferung und die Einführung des Push-Prinzips den Materialumlauf um 20%. Ein neu geschaffener Kommissionierplatz erhöhte die Produktivität um 5%. Wer hat mir jetzt die Teller genommen? Wer hat mir die Tassen genommen? Jetzt ist die Ware auf die bestimmte Zeit. Wir haben so Lieferfenster eingeführt. Das regionale Spitalzentrum STS in Thun und Zweisimmen zentralisierte mit einem Konzept namens Inhouse-Logistik alle vor- und nachgelagerten beschaffungs- und logistikrelevanten Prozesse. Gleichzeitig wurde die Pflege entlastet. Jetzt kommen die plötzlich und schauen alle über die Finger. Macht man sich da beliebt? Nicht überall. Auch diesmal ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das am Schluss Kisi Tracking für sich entscheidet. Wir kennen vielleicht 5% der Fälle, wo das überhaupt alles angewendet werden kann und freuen uns darauf, die anderen 95% kennenzulernen. Ja, möglichst schnell unter Vertrag zu haben. Sehr gerne. An.